Das ist natürlich nicht gerade ein Diätessen. Nein, nee. Aber da ich auch nicht den Magersüchtigen angehöre, kann man das ja ruhig. Das, ich meine, ab und zu darf man ja alles machen. Ja, exzessiv, ja, nur nicht jeden Tag. Ja, eben, das ist ja auch das Schöne, das ist ja der Luxus auch. Ja, genau. Ja. Was passiert jetzt? Die muss die jetzt da muss jetzt so ein bisschen anköcheln. Mhm, ne? Anköcheln, ja. Und in der Zeit werde ich mich gleich mal an die Zitronen begeben. Was wird das am Schluss eigentlich? Wenn das also das wird am Schluss werden das Spaghetti mit einer Zitronen-Limonen-Basilikum-Sahnesoße. Oh, das hört sich jetzt ganz das hört sich toll an. Das heftig an. Da kriege ich schon Appetit, wenn ich das höre. Aber das ist ziemlich einfach und ich liebe das deshalb so sehr, weil das relativ schnell geht. Ja, na klar. Und das Schöne dabei ist, das schmeckt auch nach Urlaub. Ah, ja. Und doch, ja, das Limonen, ja, so, das hat schon was. Ne? Ne? Und wenn irgendwie sollen wir es ein bisschen kleiner machen? Ja, ein bisschen. Ne? So ein bisschen alles, so. Ja, genau. Ja. Und also wenn ich so ziemlich heftigen Stress habe im Job oder so, dann koche ich halt immer ganz gerne. Mach ich ein bisschen so Kassette mit mehr Rauschen. Und dann esse ich da, dann ist das wie so ein Kurzurlaub quasi. Ist ja toll. Wie lange dauert die Soße jetzt? Denn die Spaghettini, habe ich gesehen, das sind so Express, die dauern nur 3 Minuten. Ja, das geht schon sehr schnell, wenn ich einmal an der Zitrone bin. Dann tue ich die doch schon mal rein, oder? Ja, das wäre gut. Ja. Machen wir das mal ein bisschen hoch. Oh, das ist schön. Da gehe ich mal hier rüber. Mal sehen, ob da schon Salz, nur ein bisschen Salz ist. Ja, ein bisschen, genau. So. Ups. Das sind die, gibt's jetzt neu, das ist neu, diese Express, das dauert nur 3 Minuten. Ja, für Berufstätige, ne? Ja, ist klar, muss ja alles schnell gehen. Aber das ist ja auch ein tolles Teil hier, ne? Ja, das kannte ich überhaupt nicht. Nee. Das hat mir jemand geschenkt. Das ist super. Und das heißt Zestenreißer. Festenreißer. Ja, also ich wusste auch nicht, dass das eine Zeste ist. Nee, da wäre ich jetzt so spontan auch nicht drauf gekommen. Nee, aber ist toll. Es ist praktisch. Funktioniert wirklich praktisch, ja. Viel besser als mit so einer Reibe oder so. Ja. Ne? Sehr schön. Sehr und sieht schön. Auch sehr schön aus. Ist sehr schön. Kann man auch mal so unverbindlich auf den Wohnzimmertisch legen. Das hat sehr viel Schick. Als Objekt. Ja, ich habe einen Zestenreißer. Ja, auch schön. Hier passiert nichts. Nein, halt. Nee. Die muss ich ein bisschen höher stellen jetzt. Und das muss da ein bisschen mal super reindrücken. So. Mhm. 3 Minuten, da kann man gar nicht eine Uhr stellen. Das muss man, glaube ich, einfach so aus dem Gefühl machen. Ja, ne? Machen wir aus dem Lameng. Ja, da werden wir gleich mal probieren. Das geht ja enorm schnell. Super, kochen Sie jeden Tag? Bitte? Kochen Sie jeden Tag? Nee, das schaffe ich nicht. Also kochen ist bei uns zu Hause Luxus, weil ich auch oft abends unterwegs bin, auf Tour und so. Und dann machen wir uns immer ganz gemütlich. Ja. Ne? Und dann machen wir richtig was Leckeres auch. Auch schon mal aufwendigere Sachen. Aber wie gesagt, ich finde das gerade so schön, weil das was Spezielles ist und das geht relativ schnell. Ja. Ne? Und wenn Sie auf Tour sind, dann muss man halt schon mal so... Ja, dann nimmt man gerne schon mal ein Brötchen. Oder eine Currywurst. Ja, nee, so aber nicht so. Ich esse ja nicht so gerne Fleisch und Wurst. Ach so, sind Sie voll Vegetarier? Ja, so gut wie. Also ich habe so 2-mal im Jahr eine Anwandlung in Form von Hühnerbrust. Die wird aber vorher dann eingelegt in Öl und Knoblauch und Curry und Paprika, damit sie nur nicht so nach Fleisch schmeckt. Ne? Das kann ich nicht so gut. Ah ja. Aber sonst also praktisch vegetarisch. Ja. Ist auch gesünder, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber obwohl mein Sohn, der isst Fleisch und Wurst, also ich weiß auch nicht, der isst das so vom Brot. Ne? Der kommt dann immer mit dem Leergut, mit dem leeren Brot und sagt, nur mehr Wurst. Und wie ist denn das? Wer versorgt ihn denn, wenn Sie auf Tournee sind? Meine Mutter. Ach Gott. Also er isst jetzt Mittag im Kindergarten, ne? Ah, ja. Und meine Mutter ist dann bei uns zu Hause. Wir sind wie so ein Familienwanderzirkus irgendwie. Das ist mir auch sehr wichtig, weil mit fremden Leuten hätte ich dann doch, das wäre mir nicht ganz sicher. Nee, das ist klar. Aber Sie kochen schon auch für ihn, wenn Sie Zeit haben und so, ne? Er macht nur überhaupt keinen Salat und solche Schichten und grüne Dinge. Die Kinder, Spaghetti wahrscheinlich, das ist er, oder? Das ist er, ja. Er muss aber auch manchmal Basilikum an den Tellerrand. Ja, nee? Na, das ist schon verdächtig, ne? Ja, das ist verdächtig. Grünzeug. Der Süße, das mag er nicht so gern. Hat er denn schon mal was von Ihnen gesehen? Irgendwie ein Programm oder so? Ja, er kann auch einige Nummern nachmachen. Das macht ihm auch Spaß. Ja. Das ist ja lustig. Ja, ich finde das auch wichtig, weil er muss ja auch sehen, wo das alles herkommt und wie das funktioniert. Und wenn ich jetzt Schreiner wäre oder Elektriker, dann würde ich ja auch zu Hause schon mal was reparieren. Genau. Ne? Von daher.
Das gebe ich das hier langsam so rein. Was mich fasziniert, ist, dass das jetzt nicht gerinnt. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein chemischer Vorgang irgendwie. Also, da weiß ich auch nicht genau. Hätte ich jetzt, man muss es wohl vorsichtig machen. Man darf nicht direkt alles da rein kippen. Hätte ich jetzt gedacht, dass das gefährlich ist. Mhm. Nee, aber es scheint zu funktionieren. Ja, wenn man Zitronensaft über hat, kann man das noch lecker an eine Salatsoße tun, wenn man da irgendwie dabei so was macht. Noch. Machen Sie das nach dem Auge jetzt oder genau? Nee, ich kann so nach Rezept genau so, das liegt mir nicht so. Mehr so aus der Menge. Ja. Mhm. Und ist das eine eigene Erfindung? Oder? Ja, halbwegs. Ich habe etwas abgewandelt. Man gibt ja nicht viel zum Abwandeln, aber ein bisschen schon. Und, also ich bin sehr gespannt. Mhm. Das ist herrlich, ehrlich. Ja, ich habe ja auch was Vegetarisches vorbereitet. Mit viel Gemüse. Mm, super. Und ein Chili, aber sin carne. Man sagt ja immer Chili con carne, das ist ja berühmt, also mit Fleisch. Mm. Aber das ist mit ohne. Mit ohne. Ja. Ein Freund von mir macht das immer und ich bin so begeistert, ich habe mir das Rezept besorgt und ich vermisse da überhaupt kein Fleisch. Nee. Das ist das so lecker. Das Entscheidende ist dieser Kreuzkümmel, der da reinkommt. Wir werden es gleich sehen. Ja, ne? Jetzt bleiben wir erstmal hier. Ich mache hier immer den Zwischentest. Es gibt ja diese wunderbare Methode herauszufinden, wann die Spaghetti schon zu lang drin waren, indem man sie nämlich an eine Kachel wirft. Und wenn sie kleben bleibt, war sie schon zu lang. Ja, gut. Das macht Sinn, nicht? Dass man weiß, jetzt habe ich sie zu lang gelassen. Ja, wenn man eine gekachelte Küche hat, ist das sehr schön. Ja. Ne? Hier ist alle. So. Ich brauche noch ein Minütchen. Bisschen noch. Gut. So. Aber jetzt. Nicht mehr sehr lang. Bleib aber dran, ne? Ich werde mich jetzt mal hier dran begeben, also das eine Ei zu trennen und auch das andere. Kommt noch Eigelb rein. Ah. Das muss getrennt werden. Ich trenne äußerst ungern. Ich bin sehr harmoniesüchtiger Mensch, aber in dem Fall geht es nicht anders. Da geht es ohne Trennung nicht. Nee. Und das hier soll das ein bisschen köcheln? Die Sahne? Ja, das kann ruhig noch so ein bisschen. Dann darf ich das ein bisschen höher machen. Ja? Mhm. Meine Spaghetti, die müssen sowieso schön walle. Ja. Und der Kleine, ich meine, wie war das, wenn, als das erste Mal, war der mal mit auf einer Tournee oder so? Ja, der war mal mit und auch früher bei Stundensitzung und so. Der hatte ganz am Anfang, hat ein bisschen Angst, wenn ich so verkleidet war. Ne? Ah, ja. Und da habe ich gesagt, das ist alles nur Quatsch und richte dich nicht auf, alles wird gut. Ich bin immer noch die ich vorher war. Das glaube ich, dass er da ein bisschen Angst gekriegt hat. Ja. Und war er richtig auch mal im Publikum? Nee, im Publikum nicht, weil er ist ja jetzt auch gerade erst 4 geworden. Oh, ja, das ist was lang ist dann. Da. Ne? Ja. Mhm. Er hat wohl Angst, also wenn ich irgendwas mal im Radio mache. Also Fernsehen, das versteht er noch, da sieht er mich. Ja. Und im Radio früher, das war ganz heftig, weil er immer gedacht hat, ich bin in dieser kleinen Dose drin. Und das hat immer davor, ui, Mama. Und das war ihm irgendwie nicht ganz geheuer. Unheimlich, ne? Ja. So, ich glaube, die Spaghetti kann ich jetzt nehmen. So. Die gieße ich mal ab. Ja. Hier auch mal das ging ja wirklich ruckzuck hier, das ist ja enorm. So, jetzt werde ich mir hier ein wunderbares Löffel schon klauben. Tun wir was hier rein. So. Hat geklappt, jo. So. Das wären die Spaghetti. Mhm. Die sind da. Super. Haben ich hole auch schon mal 2 Teller. Gäbchen, ja. So, das lasse ich jetzt noch etwas kühlen in der Zeit. Habe ich jetzt was versäumt? Also hier, ist das Ei schon drin? Ich habe hier jetzt ein bisschen von dieser Soße herausgenommen. Das wird jetzt mit dem Eigelb verbunden und nachher reingegeben. Das darf wohl nachher nicht mehr aufkochen. Ah. Und jetzt wollte ich erst die Soße würzen, so ein bisschen. Zitrone ist ja schon drin. Ich habe die Spaghetti in die heiße Schüssel getan, wo das Wasser abgegossen war, dass die schön warm war. Ja, super. Ne? Mhm. Aha, das ist jetzt noch ein bisschen klare Gemüse. Gemüsebrühe, ja. Gemüsebrühe, auch vegetarisch. Ja. Sehr schön. Ein bisschen rein. Ach, das sieht ja immer so schön aus, ne? Ja, ja.
Diese Sahnesoßen sehen schon sehr schön aus. Mhm. Auch. Das, man isst ja auch nicht im Auge. Ah, darf ich das damit verlieren? Super, genau. Ja. So. Lecker, lecker. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen Pfeffer rein. Ja. Nimmst du mir hier die Hausachtung? Ja. Bisschen Squats. So. Sehr schön. Mhm. Ja. So. Super. Und noch ein Fitzelchen Salz. Ja. Lieber zu wenig als zu viel zusalzen. Ja, ja, ja. Oh, nachher am Tisch ist leichter als ja, wegsalzen. Eben, genau, ne? Und das kommt jetzt überhaupt nicht mehr auf die Flamme? Doch, ein bisschen, aber nicht halt, wie gesagt, zum Aufkochen. Jetzt nehme ich mir hin und zum Probieren. Ja. Sehr schön. Ne? Eben schmecken. Und? Wow. Wow. Mhm. Na ja, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt muss es aber passieren. Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. So. Ja. Wie gesagt, verbunden mit dem. Zwei Eiweiß. Zwei Eigelb. Mhm. Ja. Soll ich mal ein bisschen rühren? Ja. So. So. So, dann zupfe ich hier noch von dem Basilikum ein bisschen rein. Ja. Studert schon mal drauf, weil Basilikum darf ja nicht auch gar nicht kochen. Das, ich hab's jetzt hier ganz klein. Ja, dann ist sehr gut. Mhm. So. Ich assistiere ein bisschen. Ach, das ist sehr nett. So, ein bisschen da rein. Kochen Sie schon mal mit jemandem zusammen auch? Ja, der kann auch sehr lecker kochen. Mhm. Der macht immer so Überraschungsaktionen. Ah, ja. Das ist schön. Das macht Spaß, ne? Ja. Ich finde ja, Kochen ist. Kochen und Essen hat viel mit Kommunikation, mit Menschen zu tun. Ja. Also für sich allein habe ich immer nicht so viel Lust. Also, da mache ich mir vielleicht mal ein paar Spaghetti, aber eher. Aber das ist auch ein bisschen lieb. Eher ein Brot mit irgendwas drauf oder so. Es schmeckt ja auch nicht so lecker. Nee, allein. Das ist, für mich hat das viel mit Gemeinsamkeit zu tun und am liebsten schon in der Küche. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Wir verschwatzen uns. Ja. Erstens werden die Spaghetti kalt, zweitens habe ich Hunger und drittens muss ich auch noch was machen. Ja, ich mache ja schnell hier. Schnell. So. Ich tue schon mal ein bisschen Spaghetti auf die Teller. Auf die Teller, ja. Ich bin jetzt hier auch im Groben durch. So. Wunderbar. So. Jawohl. So. Ein bisschen hängen. Hier ist der erste. Mhm. Soll schon mal was lecker drüber tun? Mal hier. So, machen wir mal aus. Zup. Lecker. Oh, nur so mal so ein bisschen zum Probieren. Mh, schön. Jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen schön am Meer. Ja. Ne? Jetzt brauchen wir eine Kassette mit Meeresrauschen. Ja. Ich meine, noch besser, wir säßen direkt am Meer. Ja, dann wäre noch besser. Aber man kann ja nicht immer vom Günstigen ausgehen. Nee. So. Lecker. Ne? Super. Ich bin gespannt. Das riecht schon sehr schön. Mhm. Super. Schön. Oh, sehr schöne Teller hier, super. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist sehr lecker. Das ist wirklich sehr schön. Und so einfach. So einfach, hat man schnell gemacht. Mhm. Aus der Serie, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Wunderbar. Wunderbar. Trotzdem, jetzt muss ich mal hier weitermachen. Wo mache ich denn das? Soll ich irgendwas tun? Im Augenblick noch nicht. Schon mal feucht durchmischen, oder? Halt, also. Feucht durchmischen. Sie wollte ursprünglich zum Aufräumen auch gekommen sein. Sie wird ja so viel immer gemacht. Ja, sind Sie eigentlich eine saubere Köchin? Bei mir sieht sie immer chaotisch aus. Mhm. Vor meinem Sohn sah es bei mir auch immer sehr chaotisch aus. Aber wenn der mir immer dazwischen funkt und wo überall dran geht, habe ich das Aufräumen doch gelernt. Das hat mir mein Sohn beigebracht. Ach, tatsächlich? Also im Groben zumindest. Mhm. Ich habe dasselbe, was ich jetzt hier mache, nämlich das Chili Sin Carne, habe ich natürlich schon gestern gemacht. Denn das schmeckt am besten, wenn es durchgezogen ist. Außerdem muss es eine Stunde köcheln. Das hätten wir jetzt gar nicht hingekriegt. Und jetzt mache ich das. Ich habe es schon ein bisschen warm gestellt. Aber guck mal, wie toll das aussieht. Und riech. Ja, und das mache ich jetzt noch mal ein bisschen warm hier. Während ich zeige, wie ich das gemacht habe. Ja. Also, es geht los mit den Möhren. Die habe ich schon ein bisschen
angeschwitzt, weil die muss man so 8 Minuten lassen. Das heißt, den Zustand haben Sie praktisch jetzt schon. Und ich tue noch ein bisschen Öl rein. Lecker. Schön Olivenöl. So, und jetzt zu den Möhren kommen jetzt eine, das waren 2, 3 Möhren. Ist immer so blöd zu sagen, 5 Möhren, 3 Möhren. Es gibt solche und solche. Also, kann man nicht. Ich muss mal irgendwie so eine bei Paprika, bei Paprika ist es etwa leichter, die sind ja immer in etwa ähnlich. Eine rote, 2 grüne und eine gelbe. Kommt dazu, das sieht ja schon super aus. Ja, klasse. Und das, und dann Staudensellerie. Drei so Stangen, 3, 4 Stangen. Ich meine, das sind ja keine Angaben wie beim Backen, an die man sich halten muss. Beim Backen ist es noch anders. Ja, das fällt schon mal gerne was zusammen oder so. Hier kann man das wirklich sehr nach, nach Gusto und nach, nach Geschmack, ob man mehr oder weniger. Aber es kann ja gar nicht schlechter. Nee, kann nicht so schlecht sein. So lecker und sieht natürlich nächsten Tag ein bisschen anders aus, aber beides hat seinen Reiz. Ja, das muss ich jetzt so ein bisschen machen hier. Aus Kochbüchern kochen Sie gar nie? Nee, habe ich noch nie gemacht. Nee, kann ich nicht gut. Also, nicht mal als Anregung oder so? Ja, ich habe schon mal was gelesen, hier und da was zusammengezimmert selber. Aber ich habe noch nie ein komplettes Kochrezept übernommen. Habe ich noch nie gemacht. Also beim Backen wohl, weil ich darüber kaum Erfahrung verfüge. Ja. Ich mache ab und zu mal ein Brot oder so, das ist sehr lecker. Also ich bin ja ein reiner Kochbuch. Kocher. Es ist ja so wie bei Klavierspielen. Es gibt ja Leute, die spielen vom Blatt und andere setzen sich hin und improvisieren. Und ich beneide immer die, die improvisieren können. Ich meine, ich halte mich nicht slawisch dran, aber ich koche einfach gerne nach Rezept. Dann fühle ich mich sicherer. Ja, ja, sicher. Zumal ich ist ja auch schon eigentlich mal dann immer für andere koche. Und dann habe ich immer, wenn ich improvisiere, denke ich immer, habe ich Angst, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Ja, das ist schlecht. Dann sitzen wir da am Tisch man und die sind extra gekommen. Anrufen. So ist es. Und die haben dann immer schon eine Erwartungshaltung. Ja, ja. Seit ich der Amateurkoch der Nation bin, haben die natürlich Erwartungshaltungen. Ja, das muss jetzt so ein bisschen brutzeln. Und dann kommen rein Zucchini und Zwiebeln. Und das Wichtigste sind natürlich die Gewürze. Ja, und zwar, das, wonach eigentlich das am typischsten für mich schmeckt, das schmeckt natürlich nach allem Möglichen, aber was es auch unterscheidet von anderen Gemüseeintöpfen, das ist dieser Kreuzkümmel. Ja. Das ist der, der riecht anders als Kümmel. Ja, das ist richtig. Und der hat so ein, das ist auch, das gibt dem Gericht auch das Mexikanische. Ja, das ist ein klassisch Mexikanisch. Ich mach's mal ein bisschen klein, sonst können wir es nachher nicht essen. Ein klassisch mexikanisches. Sie haben vorhin gesagt, jetzt stellen wir uns vor, wir sind am Meer. Wo am Meer? Wohin fahren Sie denn? Ich bin sehr gerne in Griechenland. Weil die sind auch sehr kinderfreundlich und lieb und ich mag das sehr gerne. Waren Sie schon auf den Inseln, auf den Ägypten? Ja, ich war auf Paros und auf Syros. Und, wenn ich in Griechenland bin, dann schaue ich auf Paros. Ja, ich bin in Tinos. Sehr gut. Ah, das ist auch schön. Ja. Ja. Kennen Sie das? Ja, das kenne ich. Ach, wie toll. Ich habe das vom Vorbeifahren zwar nur, aber ich habe mal erlebt, mit der Fähre, wenn die Menschen den Berg hochpilgern. So ist es, also, bei der Wallfahrt. Das war sehr beeindruckend. Und teilweise auf den Knien, die alten Frauen. Ja. Ja, ja. Also, das mache ich nicht. Nee, man hat doch andere Freizeitbeschäftigung noch. Da ist ja auch kein Urlaub. Die griechische dann. Küche ist ja nun nicht die große Gourmet. Nee. Aber was sie immer haben, sind diese frischen Sachen, zum Beispiel dieser Bauernsalat. Ja, den würde ich lecker. Hier eigentlich nie so essen, denn esse ich dort mit den Tomaten. Es gibt einen Bauernmarkt. Die Bauern bringen die wirklich vom Feld. Ja. Und dann merkt man den Unterschied. Das merkt man total. Ich habe auch Tomaten im Garten bei mir. Und das ist auch schon mal ganz anders. Ja, so eine Kräuter-Gemüse-Ecke. So, ich glaube, 3 Minuten, ja, noch ein bisschen. Ich glaube, das wird schon. Ja, sieht schon ich meine, das gart ja nachher eine Stunde, aber es soll eben vorher ein bisschen mit dem Öl so ein bisschen nicht gleich kochen, sondern eben erstmal so ein bisschen anbraten. Vorsichtig, ja. Wie heißt denn Ihr Programm? Die dümmste Praline der Welt. Wie kommt denn darauf? Ja, weiß ich auch nicht. Das kam mir einfach so und ich. Ich denke, das ist ein ziemlich eingehender Spruch. Ja, das allerdings. Und fand ich sehr lustig. Wer das einmal gehört hat, vergisst das nicht wieder. In meinem Job ist es auch wichtig, sich selbst mal auf den Horn zu nehmen. Ne? Das muss man einfach mal. Das tue ich sehr gerne. Die haben da Schwierigkeiten. Ernst, ne? Ja. Die nehmen alle anderen auf den Keks, nur sich selbst. Ja, nur selber wahnsinnig ernst. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also, ja. Zucchini und Zwiebel jetzt.
Drei mittlere Zwiebeln, eine Zucchini, aber wie gesagt, das sind alles so Angaben. Je nachdem, also, wie groß sie sind. Ja, und auch, wie man es liebt. Ja. Ne? Muss man ein bisschen festhalten. Ja. Sonst haben wir die ganze Sini Carne Chili Corno, und das heißt, auf dem Boden hier. Das wäre zu schade. Das wäre zu schade. Ich meine, wir haben ja hier einen zum Essen. Mhm. Aber auf den warten auch schon einige. Auf den warten auch schon einige. Obwohl, es sind hier schon so viele Sachen passiert. Ein Topflappen hat gebrannt. Und, ja. Sachen sind umgekippt. Ist er ja gut auch ausgerüstet. Ist ja alles wunderbar mit Wasser und hier und da. Oder direkt ins Waschbecken. Könnte ich mich zur Not auch reinsetzen, wenn ich jetzt komplett anfange zu brennen? Diese großen Waschbecken, die liebe ich sehr. Praktisch. Da kann man auch ein ganzes Backblech reintun. Das war ja bisher, die gab es bisher in Deutschland gar nicht. Die, das ist ein amerikanisches Format. Aber jetzt gibt es die in Deutschland auch. So, das noch mal ein bisschen. Und dann kommt natürlich das, was da auch so, so typisch ist eben für das Mexikanische. Das sind diese Bohnen, diese roten Kidneybohnen. Das und dieser Kreuzkümmel, das macht eigentlich zu dem... ist es ja ein Gemüsetopf. Ja. Ne? Gemüsetopf. Sie haben gesagt, durch das Kind hat sich einiges geändert im Leben. Ja, sehr viel. Das ist, wenn, wenn man auch so Künstler ist, Kabarettist und so, und auf einmal ist da jemand immer... Das stelle ich mir gerade in Ihrem Büro, wie in zwei Welten. Kann ich mir vorstellen, dass es eine radikale Veränderung total. Ist. Ja. Ich meine schon die Schwangerschaft wahrscheinlich. Ne? Ja, aber ich habe ja eigentlich fast durchgearbeitet und konnte dann kurz vorher halt nicht. Ich habe ja auch sehr viel Radio gemacht zu der Zeit. Na, da geht's ja. Ja, dann hatte ich aber Angst bei Live-Sendungen. Also nicht, dass jetzt hier was passiert. Das wäre doch mal ganz was Neues. Ja, wäre mal ganz anderes gewesen. Entbindung live. Ja, genau. Naja, aber es sind wirklich zwei verschiedene Welten. Also das kann man nicht anders sagen. Und deshalb ist mir auch wichtig, das Kind mit einzubeziehen, damit er sieht, wie alles funktioniert. Er hat anfangs auch Probleme gehabt, als er gemerkt hat, dass die Leute so lachen. Die lachen dich aus. Die waren ganz traurig. Ach, der dachte sie. Ja, die würden mich auslachen. Das ist ja interessant. Aber was ein Kind? Ja, ist unglaublich. Ist das unglaublich? Ja. Eigentlich sehr fürsorglich. Ja. Und dann habe ich ihm dann erklärt, ich sag, nee, die haben Spaß, deshalb lachen die. Und dann war auch gut. Ne? Schön. Schatz. Tomaten. Ja. Und jetzt eben das Wichtige, mit dem Saft, weil so ein bisschen flüssiger wird. Ja, genau. Und jetzt eben diese Kidneybohnen. Ja. Das sieht jetzt ganz... Premium Dark Red, ja, dunkelrot, muss ich sagen. Ah, Wahnsinn. Ja, also, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist ja auch ein Aspekt des Kochens, der mir so Spaß macht. Ja, wie das alles Farbe, wie das wie sich das dann verändert. Ja. Super. Ein Freund hat eine Suppe gemacht aus Kürbis und hat da Sahne reingetan. Und dann hat die sich, als wir die auf dem Teller taten, so trat die so ein bisschen als Rand so raus. Ja. Und so Sachen, die sind so schön. Es macht einen Spaß. Ja, ich finde auch, das ist was Besonderes irgendwie. Also wenn ich so jeden Tag kochen müsste, das ist auch irgendwie... Das ist natürlich... Also ich kann verstehen, dass manche Hausfrauen das als Frohn empfinden. Ne? Aber was schön ist, ist, manche haben gar keinen Spaß mehr gehabt. Und durch irgendeinen Impuls, weil sie irgendwas plötzlich gemacht haben, was ihnen besonders gelungen ist oder so, ich habe auch die Reaktion, dass manche sagen, wir gucken die Sendung, jetzt macht es wieder Spaß. Ja, genau. Und das ist ja, wenn ich das erreiche, ist es wunderbar. Ja, so. Jetzt kochen wir das ganz kurz mal ein bisschen auf. Und jetzt kommen die diversen Gewürze. Gewürze da rein. Also, das ist ja ganz wichtig. Hauptsächlich, ich mache das hier auf, weil das mir viel zu wenig rauskommt. Mm. Also da bin ich dann doch ziemlich hemmungslos. Ja, ja. Denn das ist ja... So jetzt ja aber auch nicht. Nein, aber so. Das riecht ja wirklich ganz klasse. Na? Super. Mm. Dann Basilikum. Kann man natürlich auch frisch, aber... Das verkocht sowieso. Also in dem Fall kann man es. Ich benutze sonst nie getrocknetes Basilikum. Mhm. Und Oregano. Das gibt es ja in Griechenland. Das kaufe ich ja da immer so von so auf so kleinen Ständen. Das wächst ja da hemmungslos. Ich habe mir Oregano und Zitronenmelisse. Ja. Also brauche ich jetzt, habe ich für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, aus. Ja, ich bringe mir auch immer so viel mit. Und das Schöne ist, das mögen die Schnecken auch nicht. Mit Basilikum im Garten ist ja ein Albtraum. Ach, tatsächlich? Ja. Ich habe hier Basilikum gesehen und denk, du liebe Zeit, am nächsten Tag war der fort. Ich sag zu meinem Mann, ich habe doch gestern da Basilikum reingetan. Wo ist der denn? Die Schnecken, Ratzeputz. Dann habe ich versucht mit der Bierpfanne. Paprika scharf. Mit der Bierpfanne? Ja, das ist dann der Ökonom, man will die ja nicht direkt erschießen, die Schnecken. Und dann habe ich dann so Bierpfanne, da kamen aber im Umkreis von 10 Kilometern alle Schnecken. War mir dann auch zu viel.
Und jetzt habe ich ihn im Topf und hoch, aber trotzdem draußen. Ne? Tabasco? Ja, sehr wichtig. Ist ja ein bisschen scharf, darf es ja sein. Ja. Wobei, das sah jetzt alles so viel aus, aber verteilt auf diese Menge ist das natürlich nicht so schlimm. Nee, nee, ich werde jetzt dieses, bevor wir es essen, also das ist jetzt soweit klar, Salz. Sehr lecker. Das muss man nachher nachsalzen sicherlich noch. Ja. Wir lassen das, überlassen das jetzt seinem Schicksal hier. Ne? So. Und so sieht es bei mir eben aus. Ja, ich verstehe. Ich koche. Also, ich habe ja zum Glück dann am nächsten Tag immer jemand, der kommt. So, jetzt gucken wir mal. Ich nehme an, dass ich dieses noch mal ein bisschen nachwürzen muss. Ja. Oh, wie lecker. Ne? Ach, du liebe Zeit. Da kann ja nicht schnell genug hier sein. Oh ja, ein die guter Farben sind natürlich etwas zurückgehört, das ist ja klar. Ja, das ist aber normal. Ja. Schon probiere ich mal. Schön heiß jetzt. Ich würde ja dazu jetzt einen Rotwein trinken, aber ich habe gehört, Sie trinken. Nee. Ja, gut. Tut mir auch mal gut, dass ich mal Wasser trinke. Ich habe so lange in der Kneipe gearbeitet und ich weiß nicht, auch früher selber gerne mehrere Tankzüge vertrunken, aber ich kann das nicht mehr. Tankzüge. Also mit Arbeiten, Kind früh aufstehen. Ja, auch immer fleißig mit und sämtliche Weine und Bier und Schnaps und alles, aber ich kann das nicht mehr. Also. So, jetzt tun wir da ruhig noch mal ein bisschen von dem Krautkümmel. So. Bringen Sie mir zwei von den großen Tellern. Von den großen? Ja. Sehr schöne Teller. Die Teller sind schön. Ja, die sind sehr schön. So. Toll, ne? Das macht einen Spaß. Also da vermisst man das Fleisch wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht, nee. Bisschen Soße nur. Ja, kann man sich auch selber so ein bisschen austricksen. Ja, auch, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe es gestern gemacht. Und das muss einfach, also sollte. Das Problem ist immer, wenn man es macht, stürzen sich alle drauf. Ja, ja. Und niemand, man kann übrigens noch, das macht es optisch auch noch schöner. Ja. Man nimmt mal ein bisschen weg. Genau. Man kann jetzt noch so einen tupfensaure Sahne. Ja, genau. So in die Mitte. So. Ja, was für das Auge. Das Auge ist ja auch. Ist doch schön. Ja, sehr schön. Guten Appetit. Bin mal gespannt. Ja. Wow. Heiß, vorsichtig, ne? Oh, du liebe Zeit, da kann man sich ja reinsetzen. Ja. Oh. War aber lecker. Na? Na? Super. Brauchen wir ja kein Fleisch, das geht doch so. Wirklich? Nee. Ja, super. Klasse. Haben wir geschafft. Alles bestens. Ja, besser, ich werde spät lesen. Ja. 79er, ne?